Hallo, ich bin Mobilili. Im Straßenverkehr warten auf euch Kinder jeden Tag eine Menge Herausforderungen. Um euch dabei zu helfen, diese Situationen zu meistern, hat sich der Autoclub Europa etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mobilili unterwegs. Mit meinem Aktionsmobil komme ich zu euch in die Grundschule. Gemeinsam mit zwei oder drei netten ACE-Mitarbeitern. Und wir bringen alles mit, was man für einen spannenden Aktionstag rund ums Thema Verkehr braucht. Wir haben viele neue Spielideen, die euch auf spannende Weise zeigen, wie man sich im Straßenverkehr richtig verhält und wie man sicher dort ankommt, wo man hin möchte. Durch Mitmachen lernt man besser als durch Zuschauen und deshalb dreht sich bei Mobilili unterwegs alles um euch. Wir bringen Bewegung in den Schulalltag. Das Spielprogramm ist modular aufgebaut. Zum Beispiel gibt es unterschiedliche Spiele für die einzelnen Klassenstufen. In einem Vorbereitungsgespräch kann das Programm individuell auf die Wünsche der Schule abgestimmt werden. Vom ACE bekommen die Schulen Spielanleitungen, die die Spiele und Materialien genau beschreiben. Die Schulen können sich so auf das Programm optimal vorbereiten. Weißt du, wo rechts und links ist? Betreut werden die Spiele von den Mitarbeitern des ACE, Lehrerinnen und Lehrern und einigen Eltern. Pro Klasse sind es meist zwei Personen, die als Gruppen- und Stationsbetreuer mitwirken. Bei Bewegungsspielen zum Toben und Erleben der Mobilität sind Ausdauer, Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt, aber auch Teamgeist. So lernt ihr, eure eigenen Fähigkeiten besser einzuschätzen. Eine Runde weiter. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig eure fünf Sinne im Straßenverkehr sind? Beim Sinnesparcours geht's nicht nur ums Sehen und Hören, sondern auch ums Riechen und Fühlen. Ja, ich weiß, was es ist. Du hast auch Vogelgezwitscher, ja? Ja. Verkehrslärm. Genau, Verkehrslärm ist das. Bei der Aktion Toter Winkel zeigen wir euch, dass Unsichtbarsein im Straßenverkehr sehr gefährlich ist. Denn wenn andere einen nicht sehen, können sie auch keine Rücksicht nehmen. Kriegt einer eine Maske auf und dann muss der andere den Blind da durchführen. Ich will die Maske. Und dann müsst ihr mitdenken, dass der andere ja nicht sehen kann. Links, links, geradeaus. Links, rechts. Auf die Plätze. Fertig. Los! Beim Verkehrspuzzle kommt es darauf an, schnell zu kombinieren. Genau wie im Straßenverkehr. Außerdem lernt ihr, schwierige Verkehrssituationen sofort zu erkennen und dann richtig zu reagieren. Der fährt einfach an den Bus vorbei, obwohl der Bus eigentlich losfahren will, wenn er blinkt. Genau, und was muss er machen? Der muss gucken, ob der Bus blinkt. Und dann muss er, wenn der Bus man blinkt? Man kann ein Auto kommen von der und warten, ne? Memory mit Verkehrszeichen. So macht es richtig Spaß, die unterschiedlichen Verkehrszeichen und ihre Bedeutung kennenzulernen. Alle, die grün sind, was heißt das Verkehrszeichen? Bist du grün? Ja. Okay. Vorfahrt, also beim Fahrradparcours könnt ihr zeigen, was ihr schon alles über Verkehrssicherheit gelernt habt. Das Fahrradfahren war sehr lustig, weil man musste auch über die Rampe und so fahren. Das war ganz cool. Zum Abschluss des Aktionstags bekommt ihr noch ein Heft mit vielen Tipps und Spielen. Damit könnt ihr zu Hause oder in der Schule nochmal wiederholen, wie man sich als Kind im Straßenverkehr sicher verhält. Und? Was hast du gelernt? Dass man den Fahrradhelm aufsetzen soll, dass man auch im Verkehr sehr viel Spaß haben kann und dass man auch die Riechorgane, das zum Hören und das zum Fühlen braucht.
ich kannte das Schild noch nicht mit das Rote mit den Minuszeichen so drauf. Das kannte noch nicht, dass man da nicht einbiegen darf. Ich habe ein paar neue Verkehrszeichen gelernt und wie man sich richtig im Verkehr verhalten muss. Mobilili unterwegs ist eine spannende Ergänzung für die Verkehrserziehung in der Grundschule. Wir kommen aber auch zu Kindergärten oder machen bei Schul- oder Stadtteilfesten mit. Also, bis demnächst. Ich freue mich auf euch.